Ja, hallo Leute. Hier habe ich mal eine Animation erstellt. Ein fallender Ball, der unten dann zusammenknickt, kurz nach links ein bisschen Luft holt sozusagen, Schwung holt und nach rechts aus dem Bild rausfährt. Das Ganze habe ich mit einer einzigen Ebene verwirklicht. Und wie das geht mit Gap, das zeige ich euch hier mal. Okay, wir legen als erstes eine neue Datei an. Datei neu. 300 mal 600 Pixel. Okay. Das mal ein bisschen kleiner. Hier lege ich mal einen Farbverlauf drauf. Ihr könnt natürlich hier irgendeine Hintergrunddatei wählen. Oder Hintergrund, irgendeinen Hintergrund wählen. Ich mache mal von schwarz nach einem grau. Bilinear. Von der Mitte aus ziehe ich einfach mal hoch. So, das ist jetzt unsere Hintergrunddatei. Die speichern wir auch ab in einem Ordner. Datei speichern als XCF-Datei. Ich habe den Ordner mal Kugel genannt. Und ich nenne die jetzt mal HG, wie Hintergrund Kugel Unterstrich 001. Wir könnten also 999 Ebenen anlegen hier. Und dann einfach auf Speichern. Das XCF wird hier automatisch dran gehängt. So. Dann machen wir uns noch eine Datei. Datei neu. Wieder 300 mal 600 Pixel. Und hier lege ich mal einen Farbverlauf drauf von diesem Grau, von diesem mittleren Grau zu einem ganz, ganz hellen Grau. Und einfach linear. Von links nach rechts. So. Auch hier gehe ich mal immer auf 85%. So, das kannst du sehen. Auf diesen Hintergrund machen wir nun Filter, abbilden, auf Objekt abbilden. Drahtgitter kann weg, Vorschau an, transparenter Hintergrund und auf Kugel abbilden. Und die einzige Änderung, die ich hier immer ganz gerne mache, weil dieser Glanzpunkt so stark ist, dem Material den Spiegel zurücknehmen auf 0,1. Okay. Nur dieses Ei, das skalieren wir nun einfach. Ebene skalieren auf 100, das Kettensymbol lösen und auf 150 mal 150 Pixel. So, da haben wir diese Kugel. Und die können wir jetzt einfach, den Hintergrund löschen wir. Und den transparenten Hintergrund mit der Kugel drauf. Wir machen die auch nicht auf Ebenengröße, auf Bildgröße, sondern lassen diese Ebene bei 150 mal 150 Pixel. Auch diese Datei speichern wir im gleichen Ordner ab. Datei speichern. In diesem Ordner Kugel hier. Und die nenne ich jetzt auch mal einfach Kugel. Kugel XCF. So, dann gehen wir wieder auf unsere Hintergrunddatei. Beide Dateien sind in dem gleichen Ordner und müssen geöffnet sein, ne? Wir gehen wieder auf unsere Hintergrunddatei und machen zunächst erstmal 30 Frames legen wir an. Das heißt, wir machen Video. Duplicate Frames. Und hier 29, eine haben wir ja schon mit HG001. Also 29 dazu haben wir dann 30 Frames. Die hat er angelegt ganz schnell. Dann gehen wir wieder auf Video, Move Path. Move Path, wie auch immer. So, und hier haben wir ja nur die eine Ebene zur Auswahl, weil wir ja nur mit einer Ebene arbeiten. Deswegen können wir diesen Step Mode auch auf Loop lassen. Also wir können eigentlich irgendwas hiervon auswählen. Wir lassen das einfach auf Loop. Das Handle setzen wir auf Center. Instant Apply angehakt, damit wir sehen, was da passiert. Und das Center setzen wir eben auf 150, die Hälfte der Bildgröße.
Und hier, damit die Kugel, also die Y-Achse, damit die Kugel außerhalb des Bildfensters anfängt zu fallen, setzen wir die auf minus 40. Das ist außerhalb des Bildfensters, ne? Und diese Ebenen bilden wir jetzt ab von 1 bis 16 nur. Frame 1 bis 16. Und setzen zunächst mal einen Punkt dafür. Add Point. Der Punkt ist jetzt hier oben gesetzt. Jetzt setzen wir die Kugel auf 550 in der vertikalen, also hier unten. Und verformen sie auch ein bisschen. Wir lösen wieder dieses Kettensymbol und machen die Breite auf 90% und die Höhe auf 125%. Dadurch erhalten wir dieses Ei hier. Das soll so aussehen, soll so anmuten, als wenn die Kugel beim Fallen von der Schwerkraft ein bisschen in die Länge gezogen wird. So. Das bilden wir auch noch auf diesen Ebenen ab. Also wir setzen hier keinen Punkt, sondern wir gehen einfach auf OK. Das wird jetzt abgebildet. Von 1 bis 16 hat er abgebildet. Die erste ist hier drauf, auf dieser 001 natürlich. Die anderen Ebenen hat er, oder die anderen Frames hat er eben auf den anderen in dem Ordner abgebildet. Wir gehen wieder auf Video Move Path. Jetzt müssen wir die Grundeinstellung von vorhin wieder einstellen. Wieder auf Center. Wieder auf 150, wieder auf 550, Instant Apply können wir anwählen und die Verformung müssen wir wieder machen, das Kettensymbol lösen, 90, 125%. Das ist unsere Ausgangsebene nun wieder, nun müssen wir das bloß abbilden von 17 und dafür brauchen wir eigentlich nur 5 Ebenen für das, was wir jetzt abbilden wollen, also bis 21. Und wieder einen Punkt setzen. Das ist also jetzt der Ausgangspunkt von 17. Dann verformen wir das Ganze jetzt auf 120 in der Breite und nur 80 in der Höhe, 80%. Ist dieses quergedrückte Ei. Es soll so eben anmuten, als wenn der Ball hier runterfällt und wird kurz zusammengepresst. Auch hierfür setzen wir auf den gleichen Ebenen wieder einen Punkt. Und nun skalieren wir das Ganze wieder als richtige Kugel, also beide Seiten auf 100%. Und machen OK. Auch wieder auf diesen 5 Ebenen wird das abgebildet. Die 5 Ebenen hat er ganz schnell abgebildet. Und nun machen wir ein letztes Mal Video Move Path. Auch wieder die Ausgangsebene anwählen. Das heißt, die gleiche Einstellung wieder, wie die letzte Ebene war. Center setzen, 150. 550. Wir hatten ja die Kugel ganz normal. Das ist jetzt also unsere Ausgangsebene für die letzten Ebenen. Das heißt, ab 22 bis 30 setzen wir wieder einen Punkt. Nun soll die Kugel so einen kleinen Schwung nehmen und dann nach rechts rausfahren. Das heißt, wir setzen jetzt die X-Achse auf 130. Das ist dieser kleine Schwung jetzt schon. Setzen dafür wieder einen Punkt. Und fahren sie dann raus. Das heißt, ich muss sie in der X-Achse auf 330 etwa setzen. Sagen wir mal 340. Die Kugel ist jetzt praktisch hier außerhalb des Bildfensters. Und das war das letzte. Dann machen wir noch einmal OK. So, jetzt sind die alle abgebildet. Jetzt müssen wir noch mal Frames to Image machen. Oder das heißt, wir können erstmal noch einstellen, wie die Millisekunden sein sollen. Das heißt, wir gehen zuerst auf VCR Navigator. Und hier können wir einstellen, jetzt steht es auf ein Bild pro Sekunde, was natürlich nicht gemacht wird, aber das ist die Grundeinstellung, einfach Standardeinstellung.
Wir tragen hier sofort ein 15 Bilder pro Sekunde. Das ist sehr flüssig dann eigentlich, ne? Und einfach auf Schließen gehen. Und dann Video Frames to Image. Und jetzt hat er hier schon die 66 Millisekunden eingetragen. 1000 Millisekunden durch 66 sind eben 15 Bilder pro Sekunde, ne? Okay. Ich mache den nochmal auf 85, ja, wenn man das ganze Bild sieht. Jetzt ist es fertig abgebildet. Nun gehen wir auf Filter, Animation, Animation abspielen. So, und dann gehen wir auf Wiedergabe. Wir sehen, der Ball ist runtergefallen, drückt sich kurz zusammen, nimmt leicht Schwung und fährt nach rechts raus. Und alles mit einer Ebene haben wir das alles eigentlich geschafft, mit der Kugelebene. Wenn man nun will, dass der Ball zum Beispiel hier kurz stehen bleibt, geht er mal raus, dann suchen wir uns einfach diese Ebene aus. Wir können jetzt also alle Ebenen mal einblenden. Da kommt die Kugel als erstes an. Und wenn wir weiter einblenden, wird sie immer mehr zum Ei jetzt langsam. Der Schwerkraft geschuldet. Trifft unten auf. Die Ausgangsebene von der nächsten Abformung kommt. Sie wird verformt. Kommt wieder hoch. Die Kugel nimmt einen kleinen Schwung nach links innerhalb ein paar Frames. Da ist ja schon der erste Frame, wo sie wieder nach rechts geht. Dann gehen wir also auf diesen Frame zurück. Und wenn die Kugel jetzt hier so einen Augenblick verweilen soll, dann machen wir hier einfach statt der 66 Millisekunden, ändern wir das. Und zum Beispiel 500 Millisekunden. Das wäre eine halbe Sekunde dann, ne? Wenn man sich das Ganze dann nochmal wieder anschaut, Filter, Animation, Animation abspielen, dann wird man sehen, dass die Kugel hier kurz verweilt und dann jetzt nach rechts schießt. So kann man das sehr gut steuern und das Ganze ist eben jetzt mit einer einzigen Ebene entstanden. Man braucht also nicht die ganzen Ebenen vorher abzubilden, sondern man kann das alles mit Gap flüssig und sehr schön darstellen. Viele Möglichkeiten gibt es da also. Das Ganze machen wir jetzt nochmal ein bisschen kleiner mit Filter, Animation, Optimieren, Differenz. Das macht er jetzt hier. Und zwar, das habe ich ja schon mal erklärt, wird eigentlich auf jeder Ebene der Hintergrund weggenommen. Nur da, wo der Hintergrund, wenn man jetzt mal den Hintergrund hier rausnimmt, sieht man, dort wo die Kugel lang gerollt ist, muss der Hintergrund wieder zum Abdecken des nächsten Frames benutzt werden. Ne? Und dann, das ist eigentlich alles auf den Frames als Hintergrund geblieben. Und die ganz letzte Ebene natürlich sowieso der gesamte Hintergrund dann. Und das macht die Datei eben schon erheblich kleiner, um die Hälfte etwa. Ne? Und das Ganze speichern wir jetzt wieder ab. Datei. Exportieren. In den gleichen Ordner mache ich das mal rein. Und nenne das Ganze auch Kugel.gif. Dann geht dieses Fenster auf. Als Animation wollen wir natürlich schleiflose Schleife soll auch endlos bleiben. Und hier setzt GIMP ja standardmäßig 100 Millisekunden rein. Wir haben vorhin, das fanden wir das gut, die Flüssigkeit mit 66 Millisekunden machen wir das, übernehmen wir das hier auch. Und diese beiden Haken setzen, damit auch jeder Browser das gleich interpretieren kann. Schwieriges Wort. Und dann auf Exportieren. Und man wird sehen wieder, dass man das in jedem Browser gleichmäßig schnell anschauen kann. Besten Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zu meinem nächsten Video. Und tschüss.